Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Beachhop Community und den spontansten Fanpaket-Klaus ever. Wirklich, ehrlich jetzt, ohne Scheiß. Pass auf, ich habe Fanpakete, deswegen mache ich ein Fanpaket-Video. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Aber bevor ich das mache, drückt doch mal diesen kleinen, niedlichen Community-Kanal ein Abo rein. Wäre schön, wenn der auch ein bisschen größer werden würde. Ne? Momentan muss ich ein bisschen um Abos betteln, weil meine Abo-Zahlen ganz schön abkacken. Also, der Kanal wird größer. Ihr kennt das Thema. Aber halt, die neuen Abos sind halt gesunken. Ich gehe davon aus, dass wir Sommer kriegen. Wer guckt ja schon YouTube-Videos? Außer ich, der die jetzt selber dreht. Ihr wisst schon, was ich meine. So, soviel dazu. Jetzt geht's weiter im Programm mit dem wunderbaren Paketchen, was ich habe, von den sehr geehrten Björn P. Punkt, der mir schon mal Sachen geschickt hat. So was? Ja, mein Arbeitsuniform-Kollege. Alter, ich danke dir ja wieder. Ne? Ich trage ja momentan täglich seine Dinger, weil nichts sieht seriöser aus als ein Gurkenhändler mit einem VW-T-Shirt an, Alter. Oder mit Audi-Service. Wir machen ja alles. Wir servicisieren ja auch Sachen, die keinen Service brauchen. Weißt du? So, ich nehme dieses geile Messer jetzt. Und dann bestimme ich mal eben auf los hier. Das ist ein schönes Mickey Mouse Papier dran. Mickey Mouse Papier ist ein bisschen ein Markenzeichen geworden, glaube ich. So. Ja. Und jetzt die Mitte. Fiddle in the middle. So. So, bin ich ja gespannt. Ich bin wieder zugeklebt. Alter, ist ja alles foliert. Guck mal, hier sind die ersten Schmetterlinge drin. Weißt du, hier Schmetterling, die ist ja genug. Warte mal, hier, da. Machen wir mal hier nochmal so. Zack. So. Wir sind drin. Die Post ist da. Oha. Wow. Oh, Tarnung hat er drauf. Mit Schaumstoff. Post ist da. Aus Nord-Ostfriesland. Wow, 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 ich bin ja gespannt. Ja, ich pull das mit einer Hand mal eben auf, so wie ich es neuerdings immer mache mit meiner Kamera. Weil ich ja keine Kamera habe, die ich mir in den Hals klemmen kann, so wie früher. Vielleicht der Vorteil bei der alten Kamera, ne? Dieses im Hals reinschieben und ihr seid live dabei. Und jetzt muss ich immer sagen, oh, ich mache das mal eben und bis später. Weil den kannst du nicht mal richtig hinstellen. So, erledigt. So, wir gucken mal eben. Wow, ja, ja, ja. Da. Moin Max, moin Gordon, in Klammern Angestellter, lach, genau. Ein wenig verspätet, aber dass du auch weiterhin stilgerecht bekleidet bist. Ich wusste es, Alter, ich wusste es, genau. Du weißt ja wohl, was dich darin erwartet. Ja, das weiß ich, nicht so genau, aber ne, aber ich weiß halt. Ich hatte mich bei Tine immer schlau gemacht, zwecks Hosengröße, da ich auch knappe 2 Meter habe, müsste das eine Präsent eventuell passen. Grins, passt. Gordon habe ich natürlich auch was eingepackt, damit er nun als Friese artgerecht ein bisschen Fisch zwischen die Kiemen bekommt. Geil. Liebe Grüße auch Hanna, Jodi und Tine. Mach aus allen das Beste, mein Bester. Grüßen dich abermals Björn, Mareike, Leonie, jo, Finn, Leandro, Enya, Ilva aus Nibül, Nordfriesland. Geil. Nordfriesland in Ehren, kann niemand verwehren, ne? Wir sind ja Ostfriesland. Also, ey, Alter. Deswegen auch die Trabis und so, weißt du? Wir sind die DDR des Nordens. Die DDR des Westens. Ostfriesland. Oh, Mofa-Bahn hier über den Hof. Da kommt Gordon wieder angeflogen. Hä? Was hast du denn da, Gordon? Justin. Mit der KTM. Hanna fährt mein Roller hinterher. Hier ist richtig Action in der Bude. Egal, ich guck mal. Oh. Oh, Mon Cheri. Ist da nicht Alkohol drin? Ich habe keine Ahnung. Ich sah so einen Kram nicht. Aber ich finde schon irgendeinen immer näher im Freundeskreis, der säuft, der trinkt. Oder meine Frau, denke ich mal, gebe ich das einfach. Mon Cheri ist immer gut. Oha, warte mal. Wir müssen mit System hier arbeiten. Also erstmal haben wir hier ganz viele Arbeitshandschuhe, die richtig nach Arbeit aussehen. Also noch nicht, das ändert sich noch tatsächlich. Für Gordon haben wir Instant-Nudeln. Geschmack Garnele. Oh Gott, echt jetzt? Das wird ein Problem, das kann ich glaube ich nicht andrehen. Dann würde ich euch hauen, wenn ich das gebe. Gordon? Hier. Geschmack Garnele. Das gibt wieder Blähungen, Alter. Das gibt wieder Hartblähungen. Was haben wir hier noch? Oha. Das was drin, eine Tasse ist da drin. Tasse ist immer gut. Von GTI. Klaut einfach mein Essen. Und ich?
Alter, das ist eine GTI-Tasse, Mann. Gran Turismo Injection. Gran Turismo, egal. Was heißt das? Oh, hier, guck mal, Chili haben wir auch. Extra scharf. Geil. Oh, also auch ein Küsschen. Aber erst später. Oh, Masken. Ja, das ist gut. Das ist immer gut. Die haben wir aktuell Mangelware. Ich vergesse momentan, seitdem ich meine Jacke nicht mehr trage jeden Tag. Guck mal. Masken, ne? Ja, die guten. Die guten. Die packe ich hier vorne hin. Dann können wir es überleben, wenn wir hier brauchen. Dann haben wir hier Hände-Desinfektionsmittel. Das hilft ja gegen Hände, die desinfiziert werden müssen. Und dann haben wir hier Flächendesinfektionsmittel. Das hilft gegen Flecken, die desinfiziert werden. Die Flächen bleiben dann aber da, hoffentlich. Was ist das denn? Ey, hier ein Apfelfonkabel. Geil. Da müssen wir zum Kabelklaus hier hin. Apfelfonkabel ist immer gut. Übrigens ist übrigens mein Streaming-Klaus hier. Das ist mein Streaming-Deck. Für unsere Sonntagabend-Streams. Ihr rennt die KTM, ne? Da staunst du. Keine 1000 Meter. Alter, ich habe hier richtig was am Start. Das exquisite, feinste Convisserie-Pralinen. Oh. Die muss ich mir erstmal, da muss ich mir erstmal alle von gönnen. Das ist fein. Oho, oh. Ich finde, Moncherie für meine Frau reicht. Oh, hier. Kugelsch. Das ist richtig edel. Oh, Volkswagen. Geil. Mit so, diese Dinger, die man dreht, aufdrehen kann, glaube ich, oder? Ich gucke mir den später an, wie der funktioniert. Das sind Klamotzkis. Das ist das Ding bei Björn, die immer mit Klamotten. Total geil. Weil ich selber, ich kaufe nur meistens das Billigste vom Billigen. Und wenn ich mal ein paar ordentliche Klamotten habe, das ist nicht verkehrt. Warte. So. Alter, ist das. Das ist eine richtige Arbeitskluft hier. Das hat eine Hose. Oh, 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 oh. Ob das mich. Alter, ich bin arschritzenfrei ab jetzt. Na, das wird schwer mit arschritzenfrei. Aber Alter, die ziehe ich die Tage an. Ich hätte eine passende Jacke von dir auch bekommen damals dazu. Ich weiß das noch. Alter, ich sehe bald wieder aus wie der Werkstattmeister von Volkswagen persönlich. Und hier ist auch nochmal so ein Ding. Was ist denn hier für ein Viech? Oh, eine Jacke. Jacke. Oh, oh. Oh, geil. Jetzt habe ich sie gefunden, meine Jacke. Ich habe nämlich gar keine Übergangsjacke. Der, wie so ein... Oh. Oh. Die Lederjackenzeiten sind vorbei. Gordon. Die Lederjackenzeiten sind vorbei. Ich bin ab jetzt VW-Vertragshändler. Original. Pass mal auf, sonst stell das Ding mal hier hin. Hält das überhaupt? Das steht ziemlich scheiße. So. Pass mal auf, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Vertragshändler. Ich bin auch bei VW. Ich will auch so eine Jacke. Ich will auch so eine Jacke. Guck mal. Ich hab sogar noch. Scheiße, das hängt dann beim Rücken zusammengebunden noch. Da. Die ist cool. Hoho! Richtig seriös. Guck mal, hier ist mit dem VW so, den Hemd. Ich will auch so einen. Ich sehe dich auch wie so ein Werkstattmeister, weißt du, kennst du diese abgehobenen Werkstattmeister, die so richtig über den Platz laufen, die arbeiten, die laufen nur am Platz, so. Ja, ja, schon 20 Jahre keine Schrauben. Ja, genau so, aber so, und dann kommt der Lehrling so an, so. Ja, ja. So in der Art. Ja, ich denke so. Ja. Alter, ich bin seriös. Ich habe ja nicht eine Jacke gefunden, wo ich so eine Scheiße reinpacken kann. Ja, ey, ich bin jetzt im Dienst. Guck dir das an. Audi Sport? Ne, Audi Service. Achso, Service. Da habe ich hier auch. Siehst du auf dem Hemd? Achso. Oh, Seriosität. Seriosität aus der Kiste. Perfekt. Und hier, pass mal auf. Die Jacke ist echt cool. Hier, ich habe eine Werkstattmeisterjacke. Pass auf, und habe ich hier jetzt die hier. Das Fettarschmodell. Ach, hey. Boah, Alter. Aber die passt ja, oder? Was ist denn die Größe? Das geht, das ist meine Größe. Hast du auch Gummibon drin fürs dicker werden? Alter, wenn er dicker wird, dann passt das. Ich hab immer meinen Gürtel. Wenn ich dicker werde, dann passt das. Ja, dann hast du einen Grund zu essen. Dann kann ja die Pralinen jetzt eigentlich essen, dann passt das ja. Geile Nummer, Björni. Total cool. Die Jacke muss ja jetzt aus, meine Jacke, die ich jetzt 5 Jahre trage. Ist hier jetzt diese Jacke, weil die voll leicht ist. Das ist total angenehm. Wo hast du das eingesprüht? Läuft. Dann habt ihr wo eingesprüht? Hast du da eingesprüht? Ja, bist du wahr? Das ist doch. Was? Hat er gemacht? Muss man den verhauen? Na, noch nicht. Nee, noch nicht. Komm, er muss die Garnelen essen. Ist er, genau, ja. Die Garnelen. Das ist nicht gut.
Ja. Warum denn immer sowas? Huhn. Nee, bei dir ist meistens immer, man kennt dich mit den Jumjums, weißt du? Aber Huhn. Aber nur gelb, ne? Jumjum gelb, ne? Aber doch, probiert, aber ich mag den nicht. Lustigerweise, alle anderen Sorten, die er bekommen hat, die esse ich meistens immer. Braun oder irgendwas. Und dann sitze ich da auch immer so. Ich fühle mich. Ja! Wo hast du Getriebe? Habe ich nicht mehr. Ist wirklich. Haben wir noch was ein bisschen? Ja, ich glaube, ein bisschen haben wir noch, ne? Und wo? Ich geh mal gucken. So, aber erstmal werde ich dieses Video. Björni, ich danke dir, Mann. Jetzt siehst du mir wieder ganz seriös rumlaufen. Guck mal, Harry, seriöser Werkstattmeister. Da, mit hier. Wahnsinn! Als hätte ich. Sieht gut aus. Ja! Karl Settler, von einem Arbeiten so jeden Tag. Falsche Marke. Aber ist doch scheißegal. Wie du fährst am VW. Scheiße, wa? Hab ich schon enttarnt. Ja. Das, nicht das Grauen, das passt aber. Trennt die Kupplung? Nee, noch nicht eingegangen, weil ich. Wir müssen Getriebe haben. Es rennt nichts mehr drauf, oder was? Nee. Ist was drin, aber nicht viel. Ist nicht genug. Ja, ist egal welches. 75 wie. 75 wie 80 oder sowas. Habe ich, glaube ich, da. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich gehe die Jungs von den bedienen. sonst kriegen wir mit dem Mumsinn nicht fertig. Munter.